Also, dann darf ich jetzt mit einem besonderen, gleich eintretenden, tosenden Beifall Thorsten Veit auf die Bühne bitten als Gastgeber und Geschäftsführer des ISB. Der uns zum Rahmen und zu dem ISB-Verständnis von Führung einiges erzählen wird. Viel Spaß wünsche ich euch. Ja, dann sage ich auch nochmal Moin. Das habe ich gestern gelernt. Also hinter Kassel habe ich das Gefühl, begrüßt einem schon der Schaffner mit Moin. So, und da ist, vielleicht ist es auch die Grenze, muss man die noch ein bisschen verschieben, da lasse ich mich gerne auch noch qualifizieren. Ich freue mich sehr, dass wir so eine große Gruppe geworden sind. Wir sind 93, also eine richtig tolle Gruppe, und das zeigt auch einfach das Kraftfeld, was sich hier beginnt zu entwickeln, und es ist toll, dass ihr da seid an so einem tollen Tag. Ich freue mich sehr, dass wir den gemeinsam verbringen können. Ich freue mich auch besonders, dass, ihr habt es auch schon angesprochen, dass auch einige da sind, die das ISB vielleicht noch nicht so gut kennen oder noch nicht kennen und die trotzdem hierher gefunden haben. Und ich habe das extra deswegen nochmal aufgelegt, weil ich besonders auf unseren neuen Campus hinweisen will. Das ist nämlich für all die auch zugänglich, die gar nicht bei uns im Netzwerk sind, die also von welcher Quelle auch immer aufs ISB stoßen. Und dort findet ihr ganz viel Open Source zugängliche Materialien von uns. Wir haben da ein ganzes Jahr lang und über ein Jahr lang dran gearbeitet. Also es soll für euch auch nochmal die Möglichkeit bieten, wenn ihr Lust habt, reinzuschnuppern ins ISB, kostenlos zum Download. Man kann sich manche Sachen direkt anschauen, man kann sich selbst registrieren. Also es ist für euch auch nochmal die Möglichkeit, so ein bisschen Kontakt aufzunehmen mit dem ISB. Und das gilt natürlich für alle, auch die, die schon vor längerer Zeit am ISB waren, haben damit einfach nochmal die Möglichkeit zu gucken, was wir arbeiten, an welchen Themen wir arbeiten. Also da seid ihr herzlich eingeladen. Ja, jetzt habe ich noch 10 Minuten eigentlich, um zum Thema Führung aus systemischer Perspektive was zu sagen. Wahrscheinlich schon weniger, weil wir schon ziemlich hinten dran sind. Noch, es geht noch. Deswegen habe ich mir diesen Titel ausgesucht. Führungskräfte sind 7 Kämpfer. Und ich habe mir dann schon auch gedacht, es ist vielleicht auch gut, wenn es nicht ganz so viel ist auf nüchternen Magen morgens direkt. Ich zeige sie euch trotzdem mal alle, die ich mal zusammengetragen habe. Das ist jetzt einfach mal eine Idee, mit ISB-Modellen, mit ISB-Perspektiven auf Führung zu schauen. Und ich werde gleich nicht alle vorstellen, sondern nur 3 davon, weil es ansonsten zu lang und zu viel wird. Also, was ist eine Möglichkeit auf Führung zu schauen? Und da habe ich einfach mal geguckt, was sind so wesentliche Modelle, die wir am ISB in den letzten Jahren entwickelt haben. Die Führungskraft als Wirklichkeitsgestalter, die Führungskraft als Teamplayer, die Führungskraft als Machttragender. Anke hat es gerade angesprochen, Macht und Autorisierung ist für uns ein wichtiger Prozess. Die Führungskraft als Regisseur für Veränderung und Lernen, die Führungskraft als Coach, die Führungskraft als Krisenbewältiger und die Führungskraft als Choreograf für Führung und Strategie. Und es könnten jetzt genauso gut nur 5 Disziplinen sein oder auch 10. Das sind 7, das ist eine Auswahl. Und ich habe jetzt gedacht, wir nehmen mal die 3 raus, um uns ein bisschen aus einer systemischen Perspektive an das Thema Führung anzunähern. Die Führungskraft als Wirklichkeitsgestalter. Viele kennen das Modell, Kulturbegegnungsmodell. Es ist, glaube ich, immer wieder wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, wir sind nicht per se auf dem gleichen Planeten. Es geht eigentlich permanent um Wirklichkeitsabgleich. Von Führungskraft zu Führungskraft, von Führungskraft zu Mitarbeiter. Also zu gucken, was ist eigentlich die Wirklichkeit des anderen, des Gegenübers. Wir sind eigentlich Erforscher von Wirklichkeiten, und wir wissen, das lernt uns ja das Kulturbegegnungsmodell, nur x Prozent von dem, was wir senden, kommt auch bei der anderen Seite in der Form an. Kann man sagen, 10%. 15%. Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Varianten. Aber der Punkt ist, es ist nicht das Gleiche, was ich sage, was bei der anderen Seite ankommt, sondern wir verarbeiten es auf unsere eigenen Wirklichkeiten, unsere eigenen Selbstorganisationen. Und wir wissen auch, wie viele der Impulse, auch der Führungsimpulse,
auf dem Weg in der Organisation versanden oder irgendwie anders ankommen, als sie ursprünglich gedacht waren. Also diese Idee, wir müssen uns eigentlich viel mehr in den fragenden als in den sendenden Modus begeben, ist was, was man sich als Führungskraft immer wieder vergegenwärtigen kann. Weniger senden, mehr fragen, mehr erforschen. Was ist die Wirklichkeit des anderen? Und es gilt horizontal wie vertikal, auch in nicht-hierarchischen oder in eher hierarchischen Systemen, also ein Wirklichkeitsabgleich zwischen uns mit der Idee, sind wir eigentlich in einer Gemeinschaftswirklichkeit gerade unterwegs. Und das gilt genauso in digitalen Zeiten. Und was ich euch dann nochmal mitgebracht habe, ist auch nochmal die Idee der vertikalen Teams und der vertikalen Dialoge. Also Team auch so zu verstehen, dass ein Team nicht nur horizontal ist, sondern ein Team, eine Leistungsgemeinschaft, eine Verantwortungsgemeinschaft, ist genauso gut in der Vertikale zu sehen. Also zu schauen, was ist eigentlich das vertikale Leistungsteam oder die vertikale Verantwortungsgemeinschaft und mit der diesen Wirklichkeitsabgleich zu machen. Also was sagt denn die eine Ebene, was gibt denn die eine Ebene in die nächste und was geht davon in die nächste, wenn es ein hierarchisches System ist? Was ist in dieser Leistungskette an Kommunikations- und Wirklichkeitsgestaltung eigentlich da und was kommt dann auf welcher Ebene von an? Und das ist ein sehr, finde ich, moderner Ansatz über verschiedene Ebenen hinweg, wenn es ein solches System ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel, Wirklichkeitsabgleiche zu machen. Dann der zweite Punkt, Führungskraft als Regisseur für Veränderungen. Wir wissen, glaube ich, heute alle ganz gut, dass Veränderungen nicht nur Freude und Neugier und Aufbruch auslöst, sondern ganz oft Angst, Unsicherheit, Widerstand, Wut, also all die Zustände, das auch in unterschiedlichen Phasen. Ihr kennt die Veränderungskurve auch in unterschiedlicher Form, gibt es die ja von Elisabeth Kübler-Ross ursprünglich mal entwickelt. Also in unterschiedlichen Phasen sind unterschiedliche Dinge wichtig. Und da nochmal zu verstehen oder sich klarzumachen, die Führungskraft ist der Veränderungsregisseur, die die Veränderung gestaltet, die andere beteiligt, die im Dialog ist und die auch Orientierung gibt. Und ich habe auch mit der Frau Bönsch im Vorfeld gesprochen, Führung ist heute unweigerlich mit Veränderung verbunden. Das ist vielleicht keine ganz neue Erkenntnis, aber es ist eine, die wir, glaube ich, alltäglich erleben. Und wir würden sagen, Veränderung ist dann auch permanent mit Lernen verbunden. Also jedes komplexe Veränderungsprojekt sollte eigentlich gleichzeitig ein komplexes Lernprojekt oder ein komplexer Lernprozess sein. Also das ist nochmal die Idee, wie kann man eigentlich in jedem Veränderungsteil auch diese Lernebene mit einbeziehen. Dritter Teil. Führungskraft als Choreograf für Veränderung, für Führung, Strategie. Jetzt wird es ein bisschen akademisch und ein bisschen theoretisch. Führung als keine instruktive Kommunikation, sondern systemtheoretisch gesprochen, die Stimulation von Eigensteuerung lebendiger Systeme. Zeigt auch nochmal diese Idee, systemisch betrachtet sind Systeme geschlossene Systeme und wir können sie nicht direkt beeinflussen, steuern, wir können sie höchstens stimulieren und das ist Führung. Deswegen haben wir mal definiert, das ist eine Definition von Bernd, Führung heißt, jemanden durch Kommunikation bewegen, sinnvoll bei Wirklichkeitsgestaltung mitzuwirken. Führung heißt, jemanden durch Kommunikation bewegen, sinnvoll bei Wirklichkeitsgestaltung mitzuwirken. Ja, und das heißt, die richtige Führung gibt es nicht. Vielleicht auch klar, vielleicht banal. Erfolgreiche Führung sehr wohl. Und in Führung zeigt sich Kultur, Führung prägt Kultur. Ich habe für mich einen sehr wichtigen Satz mal gelesen, der, glaube ich, von unterschiedlicher Quelle stammt. Führungskräfte überschätzen ihren Einfluss auf Personen und sie unterschätzen ihren Einfluss auf Kultur. Klar, es gibt tausend Arten und Stile, Führung zu bewerkstelligen. Viel Freiraum geben, viel Entfaltungsraum geben. Wir würden sagen, in der Theatermetapher wenig Drehbuch, Anregung oder viel Drehbuch, also ein
Vorleben, ein in enger Bezogenheit einstudierender Prozess. Aber egal wie, am Ende tanzen die Tänzer und nicht der Choreograf. Und was wir ja auch heute hören werden, zum Beispiel von Jaco und Silke als ein Workshop, da ist auch Führung in Veränderung. Also wir dürfen Führung natürlich heutzutage nicht mehr rein hierarchisch denken, sondern auch Führung mehr als Führungsfunktion zu denken, die von Menschen in geteilter Verantwortung wahrgenommen wird. Also da sind wir, glaube ich, auch an vielen Stellen in einem Veränderungsprozess für Führung selbst. So, und weil es jetzt nicht zu akademisch werden soll, habe ich euch noch zwei Comics mitgebracht. Das kennt ihr vielleicht zum Teil in euren Organisationen. Also die zwei ersten Grafiken, die kenne ich schon länger. Und jetzt ist mir im Netz nochmal dieser dritte Teil begegnet. Da dachte ich, der passt vielleicht ganz gut hierher. Und zum Abschluss habe ich auch im Netz diesen Ausspruch noch gefunden. Und das ist vielleicht auch ein schöner Übergang in den Tag. Für uns, für diejenigen, die immer auch mit dem System, mit der Struktur, mit der Organisation, die auch einen Zweck hat, arbeiten, aber immer auch den Menschen im Blick haben. Und das wird sich auch bei all diesen neuen Ansätzen nicht ändern. Es ist eine Arbeit am Menschen, es ist eine Arbeit mit Menschen und auch eine, die langen Atem brauchen wird. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen weiteren Tag. Ich freue mich jetzt gleich auf Conny und auf Alexa und gebe wieder den Staffelstab zurück an euch. Vielen Dank.